Die Zeit ist vorüber. Lang genug hat es gedauert. Doch das, was nun folgt, wird sich noch länger dahin ziehen. 30. Raya, der letzte Tag des Jahres. Nun ist alles zu Ende. 5 Tage des Irrsinns, 5 Tage der Trägheit, 5 Tage der Krankheit, 5 Tage der Dämmerung und 5 Tage der Todesangst. Ish Yahadin Afestadil Rahastes Madaraestra und Shihayasat. Tagesherrscher. Die letzten Tage habt ihr noch einiges in Romeles getan, nachdem ihr die Stadt befreit habt. Die Paktira sind ohne Grund geflohen, rastlos aufgebrochen und haben sich zurückgezogen, wie feige Hunde. Es fühlt sich wie ein fahler, falscher Sieg an, und doch gab es keine weiteren Opfer zu beklagen. Was habt ihr in der Zeit bis zum 30. Reihe getan? Abelmir, beginn doch bitte. Ich hätte in der Zwischenzeit ein paar Notizen gemacht bezüglich der Karte. Weiterhin die gefundenen Artefakte der Paktierer, die wir vergraben bzw. versteckt haben, genauer inspiziert und untersucht. Des Weiteren ging mir in den letzten Tagen eine merkwürdige Idee im Kopf herum, wie man diese Abalonen am Land, auf Land, auf einem Wagen benutzen könnte, und würde diesbezüglich Zeichnungen anstellen, Skizzen, Berechnungen, alles, was man benötigt, um diese rollende Festung zu realisieren. Gut, dann gib mir doch mal bitte eine Mechanik und eine Feinmechanikprobe, um mal zu sehen, was so mit dem Wagen passiert ist. Für die Artefakte bekomme ich bitte eine Odem Arcanum und eine Analyseprobe. Ich glaube, das reicht. Da brauchen wir dann nicht 3 verschiedene hintereinander. Alles klar, ich fange mit Mechanik an. Des Weiteren Feinmechanik. Gleich folgt der Odem. Das heißt, du hast jetzt einen kleinen Karren, hast die Abalonen, die du dann von den Paktieren, von den Gardisten genommen hast, hast dann oben aufgebaut als Lafette. Und wenn ihr dann ein Pferd bekämet, dann könntet ihr euch hinten draufstellen und zumindest einen Schuss abgeben. Ich dachte mir, eine bewegliche Waffenplattform, die drehbar ist, hinten und vorne, wo man diese Abalonen einhängen kann und eventuell auch wieder aushängen könnte. Vielleicht versehen mit einem einfachen Sitz, damit der Schütze nicht großartig behindert wird. Wie gesagt, das Ganze soll in alle möglichen Richtungen drehbar sein, auch in gewissen Winkeln nach oben und unten ausrichtbar sein. Gut, wie gesagt, trotzdem erstmal nur ein Schuss, weil es bleibt eine Abalone. Und du kannst mir eine weitere Grobschmiedprobe hinterherwürfeln. Okay. Und dann kann ich dir gleich verraten, wobei es sich bei den Artefakten handelt. Boltax. Ja, ich wäre in der Akademie im Informationsinstitut und würde da verschiedene Bücher wälzen. Ich würde mich, wie gesagt, das hatte ich ja am Anfang, als wir das Informationsinstitut schon einmal besucht hatten, hinsichtlich der Flora und Fauna von Maraskan besonders interessiert zeigen. Ich würde mich aber auch im Kontext der Hellsichtmagie weiterbilden, so es mir gestattet ist. Also im Umfang, in dem mir das in der Akademie zuteil wird. Natürlich auch auf Isarun als Leumund bauen. Würde Isarun Boltax den Zugang gewähren und vielleicht auch selber dort Nachforschungen anstellen? Ja, also ich hatte auf jeden Fall vor, auch ins Informationsinstitut zu gehen, aber mir kann ruhig seine eigene Artefaktanalyse betreiben. Danach würde ich die Artefakte, die wir gesammelt haben, aber gerne dorthin verbringen, um die Experten, die ja vermutlich im Gefolge von Fürstin Irmegunde eintrudeln, einen Blick darauf werfen zu lassen und ihre eigene Hellsichtsmagie zu wirken. Und
dem Zusammenhang könnte ich natürlich auch für Boltax sozusagen bürgen, dass er dort forschen darf. Gut, welche neuen Zauber möchtest du denn anstreben? Ich möchte keine neuen Zauber anstreben, ich möchte nur das Merkmalskenntnis Hellsicht erwerben. Es sei. Für Isarun, neue Zauber für dich? Stimmt, da hatte ich vielleicht noch eine Liste. Einen Moment bitte. Ich überlege gerade, was könnte man als Rechercheprobe einwerfen für Bücherstudien? Geschichtskenntnis? Magiekunde, wenn es magische Bücher ja, sind. Ja, es ist irgendwo. Nun ja, also man kann ja auch Theorieproben für Pflanzenkunde und sowas verlangen. Ja. Da muss man eben Fingerfertigkeit durch Klugheit oder so ersetzen. Ach, ich hab was Gutes. Boltax, gib mir mal eine Kristallkundeprobe. Hatte ich schon noch nie gewürfelt. Ist das Kristallkunde oder ist das Steinschneider? Gesteinskunde. Nee. Kristallzucht ist es. Kristallzucht. Ja, das ist es. Oh, das ist eine gute Idee. Ist das ein Wissenstalent oder ein Handwerkstalent? Das ist ein Handwerkstalent. Bei deinen Recherchen zur Hellsichtsmagie beim Durchblättern stößt du auf eine Zeichnung in einem Buch. Eine Zeichnung zu einem fassierten oder ja, ein Tropfen. Ein geschliffenes Pendel aus Bergkristall an einer silbernen Kette. Mit der Überschrift das Mylanische Pendel. Finde ich dazu noch irgendwelche Informationen, ich hinsichtlich des Pendels? Ja. Die Facetten, die auf diesem Tropfen dann eingraviert sind, sind hochgradig eindrucksvoll. Also da war wohl ein herausragender Kristallzüchter am Werk, beziehungsweise du weißt nicht, ob sie hineingezüchtet worden oder hineingebrannt worden sind. Das weiß niemand. Es weist wohl Zeichen der Hellsicht auf, von Marder und auch von Hesinde graviert. Es ist benannt nach der vermuteten Herstellerin des Pendels, der Magierin Mylana, die vor einigen Jahrhunderten hier in Romulus gewirkt haben soll. Bei der Beschreibung fällt dir auf, dass dieses Artefakt wohl ein Zaubertalisman ist, der tatsächlich mit der Hellsichtsprobe auf das nächste, ja, Kaiserblut, es wird nicht ganz deutlich, aber du liest so ein bisschen zwischen den Zeilen, es sucht wohl nach mächtigen Geistern, so wird es hier beschrieben, aber du erinnerst dich an ein Gespräch, was du erst vor ein paar Tagen geführt hast, was dich eben auch da so ein bisschen aufhorchen lässt. Ja, dann würde ich relativ schnell zu Isarun, die wahrscheinlich ja auch in der Akademie ist. Isarun, hör mal, ich glaube, ich habe da was gefunden. Ja, was denn? Ira, die haben doch nach so einem Pendel gesucht. Hier habe ich eine Zeichnung gefunden und das klingt doch sehr nach dem Pendel, nach dem sie gesucht haben. Das beschreibt es als mylanisches Pendel. Würdet ihr das Buch mit der Seite mal zeigen? Ja, Isarun beugt sich darüber, runzelt so ein bisschen die Stirn, als sie die Zeilen schnell überfliegt und wendet sich dann wieder Boltax zu. Ja, Boltax, sagt einmal, habt ihr in eurer Verwandtschaft irgendwie oder Vorfahrenschaft Trüffelschweine? Also, was ihr alles findet, das ist ja sensationell. Wir Zwerge, wir haben schon immer ein Trüffelschweine. Ich weiß nicht, ob ich das als... Ich nehme das als Kompliment. Aber ja, eine Metapher oder so etwas. Ich kenne mich mit so einem horasischen Kram nicht aus. Ich war jetzt eher Glück. Ich habe mich durch der Hellsicht da ein bisschen eingelesen, weil ich das so durchaus ein interessantes Gebiet finde. Ich meine, da kann man das sagen, sind lobenswerte Studien, die ihr dort betreibt. Sicher, eine Weiterbildung in den magischen Künsten kann nie schaden, zumal es den Göttern nutzt. Ja, auf jeden Fall bin ich halt darüber gefallen. Wir sollten vielleicht den anderen auch mitteilen. Definitiv. Vielleicht könnten wir auch noch mit dem Bibliothekarius sprechen. Ihm müssten eventuelle Querverweise auf dieses Pendel bekannt sein. Vielleicht gibt es noch weitere Informationen, die wir dazu finden könnten. Diese Magierin, die scheint ja auch aus Romulus zu kommen. Vielleicht gibt es auch noch weitere Informationen zu ihr.
Das können wir machen. Dann auf zum Bibliothekarius. Gut, was möchte Keras in der Zeit tun? In der ersten Zeit werde ich meine Wunden auskurieren wollen, die ich noch habe. Ansonsten wahrscheinlich weiter mit der Armbrust üben. Mhm, gut. Ja, die Waffen wird dir selbstverständlich Rafim auch wiedergebracht haben. Nach seinem kurzen Ausflug in den Boron-Tempel selbst hat er dir dann deine beiden Klingen wiedergebracht und auch seine eigene Rüstung wieder angezogen. Ja, die Grobschmiede konnten Rafims Rüstung natürlich auch wieder reparieren nach und nach. Das hat natürlich einige Zeit gedauert. Aber eben auch in der Zeit, in der du jetzt wartest, das sind natürlich viele Tage, dann heilen eben auch in dem guten Travia-Tempel deine Wunden nach und nach. Und du hast noch kurz das Gefühl, dass sich deine Knochen irgendwie bewegen oder sich da neue Körperstellen bilden. Aber du hoffst einfach, dass dieser Fluch von Lolgramot in dem Gegenstück, in dem Tempel der Travia aufgehoben werden können. Zumindest hoffst du das und nicht, dass du jetzt die Verderbnis mitbringst. Aber du kannst deine Wunden als geschlossen betrachten und auch deine Lebenspunkte wieder als voll. Was tut Rafim gleichzeitig, außer seine Rüstung reparieren lassen? Bleibst du an der Seite von Keras oder hast du eigene Intentionen? Ja, also einmal tue ich natürlich das, was ich immer tue, was sehr wichtig ist. Ich trainiere weiter mit Mira. Dann würde ich einmal die Rondra-Geweihte, entweder, ich nehme an, dass sich das eh selbstständig tut, aber den Rondra-Tempel in der Stadt, ist der geschändet oder ist der innerhalb dieser Feste gewesen? Nee, also du hast im Donnerfeld, hast du selber keinen Rondra-Tempel, wenn ich das so betrachte. Ich habe zumindest keinen gefunden. Ja, ich nehme mich auch nicht. Und die Rondrianerin Dana Holzhau wird dann ja nur so einen kleinen Rondra-Schrein haben, den wird sie da aufgestellt haben während der Tage. Und da dann gebetet haben. Also Rondra oder Chor ist aktuell nicht vorhanden, nur wie gesagt ein kleiner Schrein, aber kein vollwertiger Tempel. All die Tempel, die noch stehen, sind der Angrosch-Tempel und der Travia-Tempel in der Friedenstadt. Alles andere wurde zerstört. Existierte hier denn mal ein Rondra-Tempel? Weil dann würde ich mir den gerne mal begehen. Also den ehemaligen geschändeten Rondra-Tempel. Meines Wissens nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Nein, kann ich dir nicht sagen. Sonst würde ich mich natürlich einmal bei den Schmieden bedanken. Falls es noch irgendwelche Feindesgruppen gibt, die es aufzureiben gibt, würde ich mich auch dafür anbieten. Und wenn es davon keine aufzutreiben gibt, würde ich mich chorgefällig auch als Henker anbieten, falls es daran gerade Mangel geben sollte. Ja, also du kannst auf alle Fälle noch den ein oder anderen Straßenkampf mitführen. Alle sind nicht abgereist, vor allem die Ehalkengardisten, die dann profan unterwegs sind. Die Offiziere haben sie verlassen und dann so 9 übrig gebliebene Gardisten, die dann sich selbst verschanzt haben, ähnlich wie es dann die Bewohner gemacht haben, kannst du dann den ein oder anderen dann aus dem Katzloch schnappen oder so und dann gehörig aufräumen und dann nochmal so ungefähr 30 Soldaten oder 3 Trupps dann nach und nach nochmal töten, die dir dann auch wenig Probleme geben. Du weißt ungefähr, wie sie kämpfen. Also für dich ist das vor allem dann auch ein Spaß, die dann in den Straßen zu jagen. Aber du kannst dich da auf alle Fälle sehr chorgefällig dann verhalten und dann aufräumen. Sehr gut. Ja, dann bin ich zufrieden. Wenn Zeit übrig bleibt, dann passe ich auf Keras auf. Aber wenn ich sehe, dass der einfach nur im Tempel schläft, dann kümmere ich mich natürlich auch um andere Dinge. Gut. Abelmir, du hastest einen Hakendolch gefunden, korrekt? Korrekt. Das war meines Wissens der Hakendolch des Battlemönches. Beziehungsweise einer von den Offizieren, ja. Ein meisterlich gefertigter Hakendolch mit einem Bruchfaktor unter der 7, unter der -7, aus bestem Maraskan-Stahl mit Gravuren und alchemistischen Säuresymbolen. Die Waffe ist relativ schwer, stellst du fest. Also auch profan schwer. Wenn damit pariert wird, dann setzt sie mit übernatürlicher Geschwindigkeit Rost an und zerbricht meist noch während des Kampfes. Vor allem in den Wunden des Gegners. Also eine zutiefst dämonische Waffe. Dann würde ich diese Waffe natürlich der Weißen Gilde übergeben in Ermangelung eines Praios-Tempels. Dann hast du bekommen eine kleine schwebende Kiste, ne, aus Blutulmenholz mit Beschlägen und einem kleines Schloss aus Mindorium.
Wenn du sie öffnest, dann kannst du dort Dinge hineinlegen, auf das Holz klopfen, die Zauberformel sprechen, die du mit dem Analyse herausgefunden hast, und sie verschwindet im Limbus, getragen durch Leugramotsche Dämonen. Du kannst sie jederzeit wieder hervorrufen, solange du nicht unter der Erde bist oder irgendwie eingeschlossen in Koschbasalt, wird diese Truhe aus dem Limbus wieder auftauchen und dir die Dinge wieder bringen, hoffentlich, die du dir dort hineingelegt hast. Sind die hineingelegten Dinge dann dämonisch verseucht? Nein. Du bedienst dich einfach nur Leugramotscher Limbus-Magie. Dann würde ich Boltax die Funktionsweise dieser Truhe erklären. Die hat sie ja schließlich gefunden, glaube ich, meistens noch. Genau, die hatte ich. Das scheint praktisch zu sein. Irgendwie. Er bedenkt die dämonische Natur dieses Artefakts. Natürlich, natürlich. Und ich denke nicht, dass alles auch wieder auftauchen wird. Das wäre ja auch zu einfach. Habt ihr etwas festgestellt, das bereits dort hineingelegt worden ist? Wie meint ihr das? Nun, könnt ihr etwas daraus hervorholen? Also, vielleicht hat ja bereits irgendein Paktierer Sachen von sich dort hineingelegt und die können wir jetzt wieder hervorholen, denn wir kennen ja dank euch Zauberformel. Wie es aussah, war die Truhe leer. Na gut, ich weiß nicht. Wir könnten die Truhe ja erstmal behalten, bis wir einen Verwendungszweck dafür finden. Dies überlasse ich euch natürlich, was ihr mit dieser Truhe anfangen wollt. Gut. Dank. Wie lautet denn die Formel? Ja. Ich flüstere dir was ins Ohr. Ich nicke bedächtig. Gut. Was war das dritte Artefakt, was du gefunden hast? Es war, glaube ich, der Stab eines Lulgamot-Paktierers. Das war aber dann kein Artefakt mehr, du hattest, glaube ich, noch ein anderes. Der Stab selbst besteht aus Dämonen-Archenholz und würde sich sicherlich gut dazu eignen, lassen, ihn zu binden, um später dann Dämonen zu beschwören. Aber ansonsten ist es jetzt nur noch, ja, profanes Dämonen-Archenholz. Also es lebt, es ist Unholz. Es wird dich jetzt nicht fressen oder sowas, aber es ist halt Unholz. Dann würde ich es nur als Beutestück betrachten, dass man über den Kamin hängt. Wir hatten, glaube ich, noch vom Bettelmönch. Ein Artefakt hattest du noch. Ist dir wahrscheinlich irgendwo während des Kampfes herausgefallen. Aber zu einer anderen Stunde, wie gesagt, treten dann Boltax und Isarun gemeinsam nach ihren Lektüren zu dem Bibliothekarius Sigmund Heisinger heran und können ihn dann befragen. Der wohl auch irgendwie in einem anderen Archiv der Bibliothek wird da wohl gerade irgendwelche Bücher entstauben, einmal rausholen, drüber pusten, mit einem kleinen feinen Pinsel hinübergehen und euch dann anschauen, sich noch einmal durch den Bart fahren und das Buch wieder zurückstellen, was er gerade in der Hand hatte. Kollege, hättet ihr gerade einen Moment Zeit? Ja. Wie kann ich euch helfen, meine Freunde? Ach, ihr wisst doch bestimmt schon, was wir fragen wollen, nicht wahr? Ich habe das Buch in eurer Hand gesehen und ich weiß darum, welche Seite ihr aufgeschlagen habt. Nun, ja, also dieses Pendel. Wir vermuten, dass es sich um dieses Pendel, dieses gesuchte Pendel handeln könnte. Und fragten uns, ob ihr vielleicht weitere Quellen wisst, die uns Informationen darüber verschaffen könnten. Oder ihr uns etwas über seine Erschafferin erzählen könnt. Die Erschafferin Mylana. Wie gesagt, eine Magierin von hier, aber das habt ihr auch all das in dem Buch nachlesen können. Eine hervorragende Hellsichtsmagierin. Es liegen verschiedenste Zauber auf diesem Pendel, unter anderem ein Schleier, der Analys, ein Oculus, ein Odem, verschiedene andere Hellsichtszauber, die dann die Sicht auf Mardas Welt erlauben. Wollt ihr einen Blick auf es werfen?
Ihr habt es hier. Sicherlich, in den Katakomben befinden sich die ein oder anderen Artefakte. Sicher verwahrt vor den Klauen der schwarzen Schelme. Sehr gerne, das würde ich schon reizen. Ja, er geht dann mit euch durch einen Trakt, die Treppen nach unten in Richtung der Bleikammern und kann euch dort dann hinter einem Garrafan-Siegel ein Pendel zeigen, was exakt so aussieht wie das, was du in dem Buch gefunden hast. Es ist in einer silbernen Kette aufgehängt, besteht wie gesagt aus Bergkristallen, du kannst kleine Schlangenverzierungen da auch erkennen, ein Kreuz mit einem Ring durchgezogen, also dann vor allem für Isarun erkenntlich, das Zeichen der Marder, dann auch mit einigen, es sind Kreise, es sind Halbkreise, also der Mondzyklus, der jetzt auch darauf abgestellt, abgebildet ist, einige alchemistische Symbole, ganz genau werdet ihr daraus nicht schlau, aber es weist wohl auch in eine Richtung, also zeigt mit der Spitze dann in eine Richtung und hängt nicht einfach so herunter, wie es herunterhängen sollte. Ah, sehr interessant. Kollege, wurde dieses Pendel häufig benutzt in der Vergangenheit oder war das mehr so eine Spielerei? Nun, bisher war es eine Spielerei, ein durchaus bemerkenswertes Artefakt, was die Magierin geschaffen hat, aber tatsächlich von weniger Interesse, denn eigentlich war immer klar, wo sich des Kaisers Blut befindet. Und das ist wohl richtig. Also eigentlich eine sehr schöne theoretische Arbeit, auch natürlich sehr gut praktisch umgesetzt, aber bisher ohne wirklichen praktischen Nutzen. Ich frage mich nur, auf welche Weise erkennt das Pendel Blut an, wenn es jetzt astrale Strukturen erkennen würde? Das würde mich nicht wundern, aber na, das, die Magie des Blutes, die ist doch etwas nicht unbedingt Greifbares. Ihr müsst wissen, dass Blut und auch die Sternenkraft sehr eng miteinander verwandt sind. Ich glaube, da können euch meine Kollegen aus Punin oder aus Kuslik etwas mehr dazu erzählen, aber wenn ihr von der Theorie des Nairakes oder des Yakayan gehört habt, dann sollte euch die Verbindung klar sein. Nun, aus dieser Perspektive macht es natürlich Sinn, dennoch eine bemerkenswerte Leistung, gerade diese Kräfte abzubilden durch Hellsichtsmagie. Was mir noch nicht ganz schlüssig ist, ich weiß, was ihr von mir wolltet, aber nicht warum. Wieso fragt ihr nach diesem Pendel? Ja, wollten wir. Die Paktierer? So scheint es. Mindestens die den untoten Drachen. Die. Ah, verdammter Drache. Nein, waren das die von dem Drachen oder waren das nicht die von dieser anderen Fraktion der Nekromanten? Ich meine, es wäre die andere Fraktion gewesen, die sich losgesagt hatte. Gut, auf jeden Fall wollten Nekromanten das Ganze haben. Und der Grund scheint euch zumindest bisher noch nicht klar. Naja, ich nehme an, dass die wissen wollen, wo sich kaiserliches Blut befindet. Wie sagtet ihr selbst, die Magie des Blutes ist eng mit der Magie der Sternkraft verbunden. Er öffnet die Glasvitrine, öffnet da so ein magisches Schloss und holt dann das Pendel an der silbernen Kette hervor und gibt das euch in die Hand. Es hing hier die letzten 100 Jahre herum. Und ich denke, es ist in euren Händen erst einmal besser aufgehoben. Was auch immer die Paktierer damit wollten, aber ihr werdet das sicherlich herausfinden können. Bitteschön. Ja, danke. Ja, Isarun nimmt sich das Ding und denkt sich, der sicherste Ort ist immer noch bei sich selber und hängt es sich erstmal um den Hals. Sehr kleidsam. Das steht euch ausgezeichnet. Ja. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht in die falsche Richtung bewege. Die Spitze piekst ein bisschen. Vielleicht soll ich hier eine Schicht Stoff darunter lagern. Ja, du merkst, dass die Spitze, wenn du es angelegt hast, wohl kurz noch in eine Richtung deutet und dann erschlafft, also normal herunterhängt, wie ein ganz normales Schmuckstück, wie ein ganz normales, ja, Pendel nicht unbedingt, aber
wie eine Kette, vielleicht jetzt so, wie du es umgelegt hast. Geografie. Innerer Kompass zählt natürlich. Beziehungsweise Orientierung plus 5 würde ich auch gestatten. Ist natürlich schwierig. Ach nee, mach mal Geografie. Ich mach Orientierung. Plus 5 und da sind auch 3 Punkte übrig. Ihr wisst nicht genau, wohin es zeigt, aber es zeigt nicht nach Punin. Also, Boltax? Ja. Irre ich mich oder ist das nicht unbedingt Richtung Punin? Was ist denn in Punin? Nun, der Kronprinz. Ach ja, stimmt, dieser Selindian. Vielleicht ist er mittlerweile, er hat ja seine Truppen geschickt. Es kann ja gut sein, dass er jetzt hier in der Nähe ist. Ja. Ja, in welche Richtung zeigt es denn? Also wenn ich es jetzt nochmal von meinem Hals nehme und so an den Finger halte und sich auspendeln lasse? Ja, so unter der Erde ist natürlich schwierig. Ihr seid dann links und rechts die Treppen hoch und runter gegangen, vor allem runter. Wo ist Norden? Du bist dir wie gesagt nicht ganz sicher. Also da ist Grobgaret, das hat man ja immer irgendwie so ein bisschen im Kopf, wo Grobgaret ist und irgendwie südlich davon müsste Punin sein, aber irgendwie ein Stück nördlich. Du kannst das nicht zuordnen, du weißt es nicht genau. Müsste man vielleicht nochmal oben gucken oder die anderen mal fragen, aber jetzt so gerade macht dir das keinen Sinn. Ja, irgendwie schwierig, das gerade zu sagen. Richtig. Wir sollten uns oben irgendwo eine Karte besorgen und einmal nachschauen. Das ist eine gute Idee. Das ist eine wirklich gute Idee. Ja, ja, ja. Und was war eigentlich das Forschungsziel der Magistra, die das hergestellt hat? War das einfach nur wissenschaftliches Interesse oder das Bestreben, so etwas herzustellen? Oder wollte sie es für einen konkreten Anlass schaffen? Der Anlass, wie gesagt, wir wissen nicht genau, ob sie die Herstellerin ist oder ob sie nur die Entdeckerin des Pendels ist, denn auch solche Artefakte können mit Hellsichtsmagie gefunden werden. Aber ich glaube, dass es bisher eine bloße Spielerei war. Sicherlich, wie bereits gesagt, ein großartiges Stück der theoretischen Arbeit. Dort ist sicherlich einiges an Sternenkraft hineingeflossen, aber...